Mir ist so langweilig. Freunde habe ich keine. Eine Freundin erst recht nicht. Was kann man da machen? Moment mal. Ich habe doch letztens diesen Anime gesehen, in dem irgend so ein Typ auf einmal Freunde gefunden hat und plötzlich auch noch seine große Liebe. Einfach so. Das ist es. Ich gehe nach Japan und das wird alle meine Probleme lösen. Oder was meinst du, hochintelligenter Steffen? Kein Anschluss unter dieser Nummer. Konnichiwa, minasan und hallo, willkommen zu einem brandneuen Video bei Japan World. Heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, das vielen Leuten wahrscheinlich die Illusion rauben wird, dass Japan irgendwie so das gelobte Land wäre. Und für alle, denen ich jetzt damit wahrscheinlich die Laune verderbe... Nee, Spaß beiseite. Aber Japan ist nicht nur Anime. Und ich erkläre euch heute, warum. Also packt euch schon mal eine Packung Taschentücher und los geht's. Wie schon am Anfang angedeutet, ist es nicht so, dass nur weil ihr nach Japan geht, irgendwelche Einsamkeitsprobleme gelöst werden. Wenn ihr zum Beispiel hier in einer offen gesagt sehr lockeren Gesellschaft Probleme habt mit dem Freunde finden, dann werdet ihr in einer Gesellschaft, in der die meisten Leute eben immer noch für sich bleiben möchten, noch viel größere Probleme haben. Selbiges gilt auch bei den Frauen, denn nur weil ihr Deutscher seid, werdet ihr keine 10.000 Dates haben oder man wird euch auch nicht den roten Teppich vor einem Club ausrollen. Klar, man wird vielleicht irgendwie Interesse an euch zeigen, aber das hat meistens einen anderen Grund. Denn viele Japaner möchten einfach etwas über die andere Sprache oder Kultur lernen. Das haben wir doch schon mal am eigenen Leib erfahren, oder übermäßig intelligenter Steffen? Dann ein ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste. Japan besteht nicht nur aus J-Dramas, Animes oder Akihabara. Ich werde wahnsinnig oft darauf angesprochen, dass Anime ja das geilste an Japan ist und alle möglichen Leute unbedingt nach Akihabara möchten. Aber das macht Japan bei weitem nicht aus. Ich meine, okay, ich bin ein extremer Otaku, wie man an der Wand dahinter mir auch sehen kann. Aber das ist eben nicht alles. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil vom großen Ganzen. Es gibt auch tolle Landschaften, Strände, Berge, tolle Leute und richtig, richtig coole Städte. Also Leute, wenn ihr mal nach Japan reisen möchtet, dann tut es nicht nur wegen Anime oder weil ihr euch erhofft, dort Freunde zu finden, denn da ist einfach so unglaublich viel mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden schlechte Laune gemacht, aber ich finde einfach, es sollte mal angesprochen werden hier auf dem Kanal. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über viele Däumchen nach oben und ein paar schicke Kommentare unten in die Box. Ansonsten wünsche ich euch ein richtig, richtig cooles Wochenende, macht was draus und wir sehen uns nächstes Mal wieder, hoffentlich bei Japan World. Bis dahin, Matane!